Entfernen. Durchsuchen Crew. Wie kann ich meins als Schiff nehmen? Und hier ist unser neuer. Modifizieren, oder? Klar, nur zu. Heimatschiff, H. Okay, dann kann ich die anderen Sachen verkaufen. Du findest sicher was. Nein, verkaufen. Kaufen, verkaufen, R. Also das nicht. Den Scheiß würde ich loswerden. Und den da. Wenn man vergleicht, das Ding... Ja, das ist ja wurscht jetzt. Wir können ja vielleicht irgendwann Neues kaufen. Enter verkaufen. Ja. Das ist nicht ohne eigentlich. Aber das ist schon okay. Und Enter verkaufen. Ja, reicht halt trotzdem nicht mit den Credits für das andere. Oh mein Gott. Ich müsste das verkaufen auch noch. Guten Morgen, Protector, was geht? Das reicht auch nicht. Aber ich würde halt mein erstes Schiff nicht verkaufen wollen. So viele Schiffe. Zwei habe ich. Ich würde mir gerne das hier holen. Und ich weiß nicht, wie gut das ist, aber das sieht schon mächtig aus, oder? Mir fehlen da gerade mal 13k oder so. Mir fehlen 13k. Könnte schon ein paar Sachen verkaufen, hätte die 13k easy. Da habe ich ja gar nichts. Ich überleg halt gerade. Das ist schon stark. Ob ich jemals sowas kapern werde, weiß ich ja nicht. Ich habe noch nie ein Schiff gekauft. Ich habe zweimal geklaut und registriert und dann wieder verkauft jetzt. Hat sich fast gar nicht gelohnt, weil die Registrationskosten genauso teuer waren. Ich fliege gerade die Mule. Reicht aktuell vom Platz. Ich habe mein Schiff hier. Das war das erste. Das habe ich ein bisschen ausgebaut wegen Platz hier. Weißt du? Da hat mir einfach Platz gefehlt. Und ich habe das Ding zum Frachterschiff gemacht. Ich habe hier unten noch, also das war das erste Schiff, was man da kriegt, ist Frontier, kennst du ja, kennt ja jeder. Ich habe hier unten noch irgendwelche Crew-Sachen hingetan, hier Frachter. Ich habe mit dem jetzt 1430, weil ich immer so viel mitgeschleppt habe. Aber seit heute habe ich halt den Ding gefunden, den Tresor, den unendlichen Tresor, da kann ich halt Sachen reintun. Sonst habe ich immer alles am Schiff gehabt. Mein Schiff ist halt immer mit mindestens 1000 Kapazität rumgeflogen und ich konnte es halt nicht wechseln so richtig. Boah, das ist auch Katastrophe, Protector. Also, ich habe Stunden. Oh mein Gott, ich hab mich aufgeregt. Alter, das war Katastrophe. Das erste Mal an einem Tag über eine Stunde aufgeregt. Ich habe nichts hingekriegt. Da verschoben, da diese irgendwelche Regeln. Das Spiel sagte ja auch nichts. Nächsten Tag mich hingesetzt. Komm, nochmal eine Stunde. Irgendwie dann hingekriegt und geschafft und dann den nächsten Tag nochmal eine halbe Stunde und oh mein Gott, es war Katastrophe. Also das Schiff bauen ist aber einfacher als die Basis bauen. Hast du schon mal Basisbau gemacht? Endgegner. So schlecht gemacht. Ich hab keine Ahnung, ich habe ja noch so ein Spiel nicht gespielt, aber so schlecht gemacht. Ja genau, ohne Scheiß. Hier, lande das Flugzeug. Wir sind im Sturzflug. Mach mal. Go. Ja, die Steuerung von dem Basisbau ist halt auch beschissen.
mit C, Z, Q, T, irgendwas, Y, V, G. Die Tasten sind halt auch irgendwie so ausgewürfelt. Wie wollen wir es den Spieler haben, unangenehmst wie möglich machen? Komm, wir würfeln mal die Tasten. Aber ich mache jetzt Folgendes. Ich verkaufe mein erstes Schiff, wo ich mich ewig gequält habe und mein Herz eigentlich daran liegt, und hol mir das andere. Weil dann reicht es, glaube ich. Komm, wir machen das. Egal, ich wollte das nie verkaufen. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz. Einfach machen. Drauf geschissen. Siehst du? Und hier ist unser neuer Captain. Ray, sorry. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und hier wird dir geholfen. Weißt du? Weißt du Bescheid? So eine einfache Sache. Ich habe das erst nach 4 Tagen Spielen habe ich das erst entdeckt oder wurde mir gesagt. Also ich glaube, ein Follow ist nicht einmal halb wert wie so 20 Frames in einem Spiel, weiß ich mein. Follow nicht, ist scheißegal, hauptsache du hast deine Frames, so ein Ding ist das. Aber trotzdem danke. Frames sind wichtiger, oder? RGB und Frames, main. Ich habe meine Basis auf der Erde gebaut, direkt neben London. Oder ich habe angefangen, Protector. Ja, überall, wo du hast dir das Video immer noch nicht angeschaut, oder? Du hast dir das Video immer noch nicht angeschaut. Zumindest die 10 Minuten Erklärung, warum das so ist, wo das so ist. Mensch, Digga, was ist mit dir? Du findest sicher was dir gefällt. Und Protector, danke dir auch. Ich weiß, kein Alarm gerade ist da. Irgendwie passt es nicht, aber wird schon passen. Alles gut. Danke euch. Danke euch. Heute ist der 6. Tag und ich habe erst heute viele Sachen rausgefunden. Jeden Tag finde ich immer mehr raus und das Spiel wird von Tag zu Tag besser. Also ich fand, die ersten paar Tage war ich so kritisch, dachte mir, oh mein Gott, was ist für eine Scheiße, was ist für eine Performance, wie kompliziert, unnötig einige Menüs sind, was ist das für ein Mist, aber wenn du dich damit abfindest, dass es kein Normansky ist, No Man's Sky, dass du das Weltraum nicht frei bereisen kannst, dass du überall gegen eine Bobble stößt, wenn du es als RPG so richtig siehst, dass du mit jedem quatschen kannst, lässt du das Spiel einfach auf dich wirken. Die Charaktere sind geil gemacht, egal wo du hingehst, du hörst Leute zu, dann hast du eine Quest hier, quatsch mit dem, dann hast du eine Quest da, dann hast du irgendwelche, triffst du irgendwelche, dann musst du mit dem interagieren, sehr geil. Am besten, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, je nachdem, wie man das Spiel spielt, es ist ja nicht linear, hat mir am besten das Kolonistenschiff gefallen. Protector, kennst du diese Mission? Weil du bist, glaube ich, schon bestimmt weiter als Race. Ja, und am Anfang, die ersten Tage habe ich dem eine Rating so von 6 gegeben. Ja, jetzt dann irgendwann 7,5. Ja, und heute weiß ich nicht. Bleibt erstmal so, 7,5 habe ich gestern gegeben. Schauen wir mal. Ich kann nicht verstehen, die Leute, die eine 10 von 10 geben, das ist doch dann doch ein bisschen übertrieben. Aber es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Nur die Technik vom Game ist halt wild. Oh, ist das eine Schnecke? Voodoo Mahlzeit. Ist das eine Schnecke? Was hast du dir da geholt, Alter? Oh mein Gott. Das hat sich Voodoo geholt. Horror-Kopfform. Knifft die Halter, Zombie, Kopf, Harz, Messer, Messerblock, Horrible Kitchen, Messerhalter. Okay. GZ. Das entspricht deinem Style, Voodoo. So kenne ich dich halt. Das ist mehr dein Style? Ist aber nice, das Teil. Ist schon cool. Ich wollte gerade draufklicken, um mehr Fotos hin, da geht ja nicht. Das ist ja ein Bild. Also ich würde da lieber das essen, anstatt das hier, Voodoo. Ja, und bei mir ist halt das... ich habe halt kein einziges so Roleplay gespielt. Das ist meine ersten Erfahrung. Kein Fallout, kein Skyrim, kein Witcher, nix, gar nichts. Das war alles nicht so mein Ding.
Was mein erstes, ich habe zwar Baldur's Gate vor ein paar Wochen ein bisschen gespielt, was ich auch noch weiterspielen musste, aber ich habe es nicht geschafft vor dem Spiel hier. Ja. Okay. Jetzt machen wir es erstmal. Das ist eine große Sache. Dann sage ich mal Tschüss. Das Schiff hat mich jetzt 5 oder 6 Tage begleitet. Ich habe mich ultra gequält, was diese ganzen Umbauten angeht. Aber es ist mir scheiße, leck mich im Arsch. Tschüss, bis dich. Du kannst dein Heimatschiff nicht verkaufen. Oh mein Gott, dann mach halt das zum Heimatschiff. Ah, ich muss jetzt. Warte. Modifizieren. Okay. Kein Problem. Dann muss ich hier hingehen, das zum Heimatschiff machen. Dann muss ich jetzt wieder rausgehen, verkaufen. Du findest sicher was, was dir gefällt. Hab schon einiges angespielt an solchen Spielen, aber ich mag Weltraumspiele, deshalb fesselt mich Starfield so. Mein Lieblingsspiel von früher ist Wing Commander Privateer. Es gab noch kein Spiel, was an das rankommt. Habe ich einfach geliebt und noch nie ein Spiel entdeckt oder so, was so ähnlich ist. Ja, Hanna, hast du gefunden? 3 DFX, endlich. Ich hab dir vor 5 Tagen ein Video geschickt, wo die Erklärungen sind. Warum YouTube, haben wir ja schon erklärt. Warum Twitch, warum Kick. Also, das war alles mit drin, eine Erklärung, warum nicht und wieso was schiefgelaufen ist, was gut, warum dann Gamescom, warum nicht. Hab dir das Video geschickt, damit du alles weißt, wo du. Aber du hast nicht einmal auf den Link draufgeklickt. Das waren 10 Minuten, kannst du dir anschauen. Du bist so eine Drecksau. Im Umzugskarton. Ich hab's dir in scheiß Discord geschickt, Alter. Kannst du dir nicht vorstellen. Hast du schon die Mantis-Rüstung gesehen, Protektor? Kennst du die? Und dieses Schiff zum Beispiel? Warte, ich erstmal das verkaufen. Ich würde am liebsten sogar das verkaufen, aber egal. Komm. Enter. Dieses Schiff kann im Moment nicht verkauft werden. Warum nicht? Ich darf mein Main-Schiff, mein erstes Schiff nicht verkaufen. Vielleicht hat es ja noch Story-Elemente. Oh Mann. Danke, wurde auch da. Jetzt brauchen wir nur noch 37 für 50. Was? Schade. 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 Ich dachte, ich könnte mir jetzt Sieht das alles gut andere Ding aus. Ich bin holen. hier am Platz, wenn du mich brauchst. Ich hoffe, das hat er später noch, die Sau. Du solltest ein paar der Schiffe sehen, die hier landen. Die besitzen. Ich könnte jetzt schnell was machen für 13k, aber jetzt noch was anfangen, weiß ich nicht. Hast du schon die MK1 habe ich geholt, ja. Die habe ich aber erst seit gestern und ich habe schon viel bessere. Naja, ich habe die genau mit dem Glitch geholt, ja. Ich habe die da bei einer Quest bekommen. Schau mal an. Ein legendärer Anzug, legendärer Rucksack, legendärer Helm. Also die habe ich bei einer Quest bekommen. Und alles, was danach kam, war scheiße. Also das MK1-Ding habe ich eben gerade ins Tresor getan. Das ist von den Werten, was Energie, physisch und
EM angeht, ein bisschen besser. Es hat alles ein bisschen mehr, aber ich habe das verglichen. Aber schau, was ich hier habe. Erlittener Nahkampfschaden 15% weniger. Alle Waffen, du lootest ja sehr viele Waffen, wiegen 50% weniger und 40 Tragekapazität. Ja, Aussehen ist doch scheißegal im Endeffekt. Beim Rucksack 20% mehr Sauerstoff. Dann Strahlungsresistenz 25%. Und das ist auch krass, verbrauche 75% weniger Sauerstoff, wenn du überladen bist und dabei läufst. Auch, ich bin überladen, weil ich alles loote hier. Und der Helm ist halt wieder ein weniger Nahkampfschaden, dann diese Korrosionsresistenz und Chance 10% Angreifer in der Nähe zum Taumeln zu bringen. Ja, das ist halt ein Set. Das habe ich halt, keine Ahnung, bei irgendeiner Mission oder so. Ich weiß nicht, ich habe da am Anfang, keine Ahnung, ich habe 1000 Missionen angenommen. Vieles verstehe ich auch noch nicht, immer noch nicht genau, wie das alles abläuft hier, wie die Reihenfolge ist, was man da machen muss. Was auch, glaube ich, scheißegal ist. Ich gehe irgendwo hin, quatsch mit dem, dann gibt der mir eine Quest. Dann höre ich irgendwas, oh, da ist was passiert, da passiert was. Dann bin ich im Weltraum, dann tut mich jemand anquatscht und sagt, hier ist was. Und dann bin ich irgendwo, keine Ahnung. Da denke ich mir, what the fuck. Heute zum Beispiel hat mich einfach eine, keine Ahnung, das wird ja kein Spoiler sein, das ist ja ein random Ding. Bin ich irgendein System reingekommen, hat mich eine Oma angefunkt, ich soll zum Essen kommen. Was sagt mir, hä? Gehe ich in ihr Raumschiff, ich konnte alles looten, es hat nichts als Diebstahl gezählt. Und dann hat sie da gepennt, habe ich sie aufgeweckt, dann hat sie mit mir gequatscht ein bisschen, hat mir noch was zum Essen gegeben. Sie hat sich wieder pennen gelegt und ich bin weggeflogen. Ich wollte das Schiff schon kapern, ich durfte aber nicht. Und es war also... Solche Sachen sind halt geil. Oder die beste Quest, meiner Meinung nach, die Kolonisten-Schiff-Quest. Krasse Scheiße. Alter, diese Kolonisten-Quest... Kolonistenschiff-Quest ist Wahnsinn. Ich bin immer noch nicht fertig mit der, weil ich weiß nicht, woher ich Kartoffeln kriegen soll. Wenn jemand weiß, wo man Kartoffeln herkriegen soll oder kann oder kaufen kann oder wie auch immer, dann kann ich den Kartoffeln bringen, weil 50 Stück reicht nicht. Und ich weiß nicht genau, wie ich das abschließen soll mit der Quest. Als ob ich die hier entkomme von der ewigen Reise hier. Das ist das. Ich will jetzt nicht so viel von der Questreihe erzählen, aber ich fand diese Geschichte halt eine der realistischsten Geschichten überhaupt. Und das hat man auch in vielen Filmen gesehen. Dass sowas passiert. Oder sowas gemacht wird. Also Diana hätte ich gerne in meinem Schiff als Begleiterin. Das ist schon eine coole. Aber leider kriege ich sie nicht. Sie ist Captain des anderen Schiffes. Sad. Jetzt würde ich gerne mal testen, ob das Schiff, was ich jetzt habe, funktioniert richtig. Das habe ich auch von der Quest. Das habe ich von der gleichen Quest, von der, die ich die Rüstung habe. Hol dir das Kopfgeld, schauen wir mal. Ich würde gerne mal hochfliegen, dass ich die Systeme einstelle. Ich kann ja auch direkt hinporten, das weiß ich, aber fliegen wir erstmal kurz hoch. Weil ich bin mit dem nicht geflogen, nur vorhin gerade eine Minute. Mal kurz das System einstellen. Aber Race, ich hoffe, du kannst das Spiel jetzt genießen und ich konnte dir helfen mit diesen Settings. Und das müsste generell in der Anleitung stehen schon bei dem Spiel. Dass man das anmachen muss. Energie. Das All ist sehr kalt. Was für Schiff sind wir? Bringen uns. Nun ist das nicht laut. Nicht schlecht. Schreibst du es mir auf, damit ich es immer bei mir habe? Ich mache auch keine Kopie. Du verlierst ja immer alles. Wie konntest du nur das Bild? Und diese Interaktion mit den einzelnen oder die Interaktionen der Charaktere unter sich
Ist auch geil. Was? Ich weiß nicht, wo du. Okay. Antrieb haben wir nur eins. So ein bisschen mehr tun. Auf Antrieb 3 würde ich sagen. Laser voll. Und das zweite 1, oder? Antrieb machen wir noch ein bisschen. Da reicht das 1? Ich weiß nicht, schauen wir gleich mal. Ich hab mit dem nicht gekämpft und ich glaube, wir kämpfen jetzt im Weltraum. Bin mir nicht sicher. Das kann ich jetzt nicht lesen aus der Quest. Und? Kurs festlegen? Energie. Achso, Moment, ich brauche Energie. Ich brauche wirklich Energie, Leute. Moment. Jetzt dann. Machen Sie es so. Energie. Okay. Ich tue gleich das Ding verändern. Also hat es geklappt. Ich tue mal rüber hier, dass, falls wir kämpfen, dass ihr das Schild seht. Ich weiß nicht, was wichtig ist. Ach, sind die jetzt am Planeten, die Dinger? Nicht hier, oder was? Hol dir das Kopfhörer, das landen. Ja gut, ich bereite vor, tut mich in... Dachte ich, ziehe jetzt in den Krieg. Okay, na dann. Nichts Organisches. Echt wertvolle Mineralien. Servus. Okay. Captain, hallo. Warum ist das denn hier wieder da? Töte Piraten auf dem Planeten Orobum 2a. Und warum will er, dass ich da reingehe wieder? Orobum 2a sind wir doch. Ach, jetzt haben wir random irgendeine Scheiße erschaffen, so eine Welt. Oh mein Gott. Hier ist das. Okay. Na dann. Was sehen wir denn für Waffe? Ist da ein Schiff? Schiff kapern, verkaufen? Ja, Verkauf bringt nichts, weil es registrieren kostet zu viel. Was jetzt? Moin, mein Name ist Gex und ich bin ein kleiner Streamer. Gerne versucht Spaß mit der Community zu haben und mindestens eine Person am Tag zum Lachen zu bringen. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ziel erreicht! Löschen Channel. Ja, ist doch so, oder? Schau mal, ich habe bei zwei Leuten das Spiel näher gebracht. Ich habe jemandem das Spiel vermittelt, weil er wusste nicht, dass man es mit Xbox Game Pass spielen kann. Hat sich den Xbox Game Pass geholt, hat es runtergeladen, hat bestimmt mit Spaß oder morgen. Razy hat komm her, der hat gesagt, das Spiel ruckelt bei ihm, es macht keinen Spaß, sieht scheiße, das ist alles kacke, weil es vor Low spielen muss. Jetzt habe ich ihm gesagt, stell das und das ein und jetzt habe ich Credits bekommen. Und jetzt spielt er und hat Fun, weil mehr Frames sind und es viel besser spielen kann. Oha. Chat, wir müssen das einnehmen. Scheiß auf den Piratenschiffe Main. Ich hätte ihm nicht geholfen. Jetzt kommt er nie mehr in den Chat und schreibt was. Ja, egal. Egal. Das ist schon bei vielen passiert, weiß es ja. Macht nichts. Hauptsache, er hat Spaß am Spiel. Eine gute Tat schadet nicht. Digga, was ist das? Hi. Wie
Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ich bin so dumm, das ist mein Schiff. Ich hab mich gerade vom Ich hab mich gerade da ab. Oh mein Gott, Alter. Das ist. Oh mein Gott, ich dachte, geil, das nehmen wir uns auf. Das ist mein Schiff. Hier ist das andere. Hast du Faustkampf in Niedrigschwerkraft trainiert? Das ist äußerst sinnvoll. Was habe ich eigentlich getan? Ich habe das Schiff anvisiert und bin dann irgendwie verkehrt rumgelaufen oder was? Ich wollte noch kurz mit Razy sprechen, aber der ist ja glaube ich jetzt weg. Zockt ein bisschen, ne? So, okay. Alles gut. Was für Spiele hast du denn noch gespielt hier, Protector? Weil du hast gesagt, du magst so Raumschiff, außer No Man's Sky, glaube ich, oder Nomansky. Kannst du noch welche empfehlen, die auch geil sind? So, bitte heb mich ab. Entkomme von der ewigen Reise. Warum wurde eigentlich die Quest aktualisiert? Ich hab da... Oha, Moment. Töte Piraten Corsa auf dem Planeten Oborum 2. Wir sind mit der Quest hergekommen. Wir haben den nicht getötet. Wir haben einfach nur ein Flugzeug verfolgt, das was gelandet ist. Und wir haben die Quest bekommen. Als ob alles Roger wäre. Ich habe das 2019 gespielt. Und es war ja damals schon besser als zum Release. Und jetzt habe ich gesehen, je näher Starfield kommt, desto mehr Patches haben die. Auf Steam kommt gefühlt jeden Tag oder ein paar Tage Patch zwischen 1 und 4 GB. Sehr wild. Und ich kann mir vorstellen, dass es momentan sogar besser ist. Aber vielleicht... Ja, vielleicht schaue ich es mir nie wieder an oder vielleicht doch irgendwann wieder. Mal gucken. Menschliche Dinge, voll der Erfolg war gekommen. Nein! Oh mein Gott! Nein! Das Spiel ist bei mir die ersten 3-4 Tage ganz oft rausgeflogen. Sogar gestern auch noch einmal so. Heute ist es noch nicht rausgeflogen. Es ist der erste Crash nach 9 Stunden. Ich gehe schlafen, erst on. Wenn ich stehe auf, erst on. Gex nimmt mein Leben ein. Nein. Tue ich nicht. Das Spiel ist nicht mehr rausgeflogen. Kommt Dave, geht alles schief. So, Schweinepriester. 8.45 Uhr, okay. Dave Probe. Das ist so eine scheiß Sonde, Alter. Ja, ist wild. Aber ich habe mich gefreut. 9 Stunden hat's gehalten. Das kam halt gerade eben der Erfolg. Deswegen vielleicht. Guten Morgen, Dave. Wie geht's? Wie steht's? Hab eine krasse Nacht hinter mir. Alter, was für eine krasse Story es wieder hier gab. Achso, apropos Story, ich habe Jedi-Kräfte hier. Warte, Jedi-Kräfte da. Ja, so viel dazu.
Jedi-Kräfte bekommen heute. Nee, mach nicht, nicht, nein, 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 nein! Warte mal, da können wir aber jetzt laden, oder? Hast du gesehen, ich habe Jedi-Kräfte bekommen. May the Force be with you. Möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig. Ja? Dann hast du ja nichts mitbekommen, wenn er die ganze Nacht lief. Wie können wir die schneller killen? Ich hab hier noch ein paar Waffen, die stark sind. Noch ein paar Testwaffen hier. Was weiß man jetzt, wo? Das hat er eben entdeckt hier. Nachdem ich schon ihm schon vor 5 Tagen gesagt habe, dass ich hier bin, hat er es eben entdeckt. Da. Guck mal. Wow, wow, wow. Chill. Hey, richte das Ding bloß nicht auf mich. Okay, next one. Ja, das weiß ich schon, das habe ich schon. Okay. Was haben wir jetzt? Und ich habe auch etwas, ja, mein großes Ding halt, Dave. Was soll's da warten? Ich habe, ein Traum, ein Schiff zu haben, aber ich habe das Geld noch nicht. Also ich habe ein Traumschiff gesehen. Ich wollte das drücken. Was kostet das wieder jetzt? Schiff... Crimson Fleet. Ja, genau, von der ARD. Ist das registriert? Hä? Das habe ich jetzt gerade eben neu. Tennel, ja, von früher. 39.000 wert. Frachtkapazität 200, Hülle 364. Das ist sogar. Da steht gar nicht. Ist das registriert? Nee, warte mal. Er muss ja mal kurz was testen. Speichern so. M. Nein, lass mich. Escape? Wo bin ich eigentlich hingeflogen hier? The fuck? Energie. Ich hab da was für dich gefunden. Ach so, ja, warte. Und die haben wir ja eh genug Energie, da kommt. Setzen Sie Kurs! Warp 9! Energie! Also ich spiele ja Mainz Hyper mit 4K. Leider kann ich nur... nur 30 Frames. Scheiße. Ja, okay, das ist doch...
Was wollen die von mir? Unser Scan zeigt Schmuggelware an Bord. Sofort anhalten, wir kommen an Bord. Illegale Waren und Diebesgut werden beschlagnahmt. Deine Mutter sein Diebesgut. Du kriegst mich nicht lebend. Oh mein Gott. Das geht so nicht. Scheiße. Ich muss doch woanders hin. Mensch, und ich dachte, das ist alles in Ordnung. Wie zu viel Verbrauch. Was ist denn mit diesem Schiff? Was für eine Kacke? Das Schiff hat nicht genug Treibstoff. Was zum Teufel? Dann tu halt hier zwischenlanden. Ich hab da was für dich. Ich hab auch was für. Achso, ich hab eine neue, gell, Dave? Sarah ist Geschichte. Nachdem ich nochmal einen Flirtversuch gemacht habe und sie hat direkt abgeblockt. Jetzt habe ich eine neue. Zufällig. Weißt du, was krass ist? Du hast sie geheilt, Protector. Boah, du alter Haudegen. Oha. Mit der geflirtet, sie hat immer wieder abgeblockt und es ist so, wenn man schläft, kriegt man 10% mehr XP. Wenn man mit jemand schläft, also mit einem Partner, kriegt man 15% mehr XP für 24 Stunden. Und ich arbeite darauf hin, aber ich bin jetzt nicht so ein... Das ist auch ein echt unmöglich, weißt du? Im Spiel genauso. Immer einen Korb bekommen. Und ja, wie die Dinge so laufen... War eine Mission da und bla blub. Dann hat die gefragt, ich finde dich toll. Ich sag, ich finde dich auch toll. Willst du mit mir mitgehen? Ja, jetzt bist du meine Begleiterin. Der Protector ist aber schon so ein Playboy, Alter. Krass, okay, GZ. Nachwuchs. Geht das echt, oder was? Willst du mal eine echte Waffe sehen? Ja, so ungefähr. Hier, ich zeig sie dir mal. Ich stell dir jetzt meine neue Freundin vor. Ey, wenn das schon nicht im Real Life geht, weil das halt, ja, keine Ahnung, Level ist halt unmöglich, muss ich es dir im Spiel zeigen. Das wäre krass, ob das geht. Warte. Hast du was Gutes gelesen? Ja. Schmuddelromane ohne dich. Da ist sie ja, schau. Ey. Du Kind aus dem Weg, Digga! So, ja, hier, mein da ist sie. Da ist die Neue. Hier, ich habe etwas für dich. Was denn? Fühl dich nicht verpflichtet, mir was zu schenken. Wirklich? Das ist... Sie kommt schon ein bisschen mehr an die Diana ran, oder? Ja, das ist jetzt hier Kacke mit diesem Ding. Geht das Kind da weg. Wird ja auch Zeit. Ich habe was für dich. Wird ja auch Zeit. Ich zoom gar nicht, das ist das Spiel. Das ist nicht on purpose, das ist for real random. Oh Gott! Wirklich? Das ist aber nett. Ach, ist nur eine Kleinigkeit. Ich dachte, es könnte dir gefallen. Oder du kannst es gebrauchen. Ja, von oder, dir immer. Naja, irgendwie so. Mach dir meinetwegen keinen Umstand. Ich muss herausfinden, was das wert ist. Das ist der Flirtkönig. Ich muss herausfinden, was das wert ist. True. Das ist... Ich weiß nicht, Dave. So weit bin ich nicht. Danke, dass du an mich gedacht hast. Natürlich. Wir sind doch Partner, oder? Ich halte in Zukunft die Augen offen. Und wenn ich etwas sehe, hebe ich es vielleicht für dich auf. Oha. Falls du irgendwo eine kurze Geschichte der Zeit findest, egal welche Ausgabe, bin ich dir ewig dankbar. Ich meine, ich mag dich, du bist eine Liebe, aber geh mir aus dem Weg, wenn ich mit ihr reden will. Wir konnten noch gar nicht über die Erlebnisse bei dieser Stätte sprechen. Jetzt aber.
Bei diesem Tempel? Wie soll ich es nennen? Das Licht ist natürlich ziemlich komisch hier. In all meiner Zeit zwischen den Sternen habe ich noch nie von etwas derartigem gehört. Was war das? Da ist mein größter Fan da unten, warte. Da ist mein größter Fan, ich hab den jetzt endlich. Danke, Protector, dass du meinen Geschmack fühlst. Der Jens. Oh mein Gott. Bei der ganzen Sache war mir von Beginn an mulmig. Wir dürfen das nicht verkacken. Das ist wichtig. Protector hat es geschafft. Ich will es auch schaffen. Es sah nach keiner Kultur aus, von der ich je gehört habe. Falls du nach Antworten suchst, bist du bei mir falsch. Es war wunderschön. Ich hätte mir einen solchen Ort nicht erträumen können. Das klingt gut. Mach mal das, komm. Dann ist das nur passend, dass gerade du ihn entdeckt hast. Ja, aber ich will mit dir... Gewiss, komm mit es dahin. Ist noch zu früh für Spekulationen, wer ihn errichtet hat. Aber wie können wir nicht spekulieren? Was sagt dir dein Gespür? Wir sollten nicht wild spekulieren. Setzen wir unsere Suche fort, dann bekommen wir Gewissheit. Vielleicht gibt es da draußen jemanden, dem wir einfach noch nie begegnet sind. Ich hatte keine Vision. Ey, was ist denn? Was schiebst du denn die? Lass meine Partnerin in Ruhe. Gibt's da draußen hier? Ich hatte keine Vision und habe keine Stimmen gehört, falls das deine Frage war. Ich setze meine Credits auf magische Zauberfeen. Oh mein Gott. Er kann unmöglich von Menschen erschaffen worden sein. Gibt's da draußen jemanden, dem wir nicht begegnen? Ja, Menschen hat da. Ein verständlicher Eindruck. Aber daraus folgt... Es tut mir leid. Nach allem, was du durchgemacht hast, sollte ich mich nach dir erkundigen. Geht es dir gut? Spürst du Nebenwirkungen? Ich spüre Wirkung, wenn du bei mir... was? See on the track! Alles klar. Nein, mir geht es prima, ging mir nie besser. Ich hatte bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt hast du mir Angst gemacht. Nee, spinnst du. Abgesehen von meiner fantastischen neuen Kraft, nö, sonst alles gut. Glaubst du, es gibt Nebenwirkungen? Nein, mir geht es prima. Ging mir nie besser. Was ein Zyniker auch schon als mögliche Nebenwirkung ansehen würde. Oha! Aber wir gehen vorerst davon aus, dass du gewaltiges Zyniker. Glück hattest. Die Artefakte, der Tempel, Witzbold deine halt neue eher. Fähigkeit. Offenkundig hängen sie alle zusammen. Diese Sache ist viel größer, als wir geahnt haben. Okay. Für so etwas wurde die Konstellation gegründet. Ich freue mich, dass ich daran teilhaben darf. Wenn das vorbei ist, sind wir stinkreich. Diese Antwort immer hier. Jetzt, es wird heller. Ich muss langsam zumachen, es wird auch wärmer. Oh mein Gott. Alexa? Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 11 Grad Celsius. Heute wird eine Höchsttemperatur von 25 Grad erwartet. Die Sonne scheint rein, ich muss mal zumachen. Oder? Wir haben es nur so weit geschafft, weil wir zusammengearbeitet haben. Das nämlich. Ja, das stimmt. Und wenn wir weiterhin zusammenarbeiten, finden wir vielleicht Erklärungen. Wir müssen nun erst recht weitermachen und versuchen, diese Mysterien zu ergründen. Ihr hat das gefallen. Ich trete buchstäblich in deine Fußstapfen. Das war geil, der Typ. Wie cool ist das denn? Der Typ ist so geil. Kannst dir nicht vorstellen. Ich will am liebsten ihn heiraten. Aber ich habe mich schon gefragt, ob er Interesse an mir hat. Aber es ist halt rein platonisch, die Liebe. Es ist nicht echt. Also ich habe schon gefragt. Man muss sich ja jede Möglichkeit offen halten. Also ich meine, man muss ja, ne, mehrere. Verstehst du? Bleibst du? Was kann ich für dich tun? Stand nicht eben da? Du musst mich nicht fragen, ob du fragen darfst. Frag einfach. Okay, es gibt nichts mehr. Sehr gut. Da war aber gerade die Quest aktualisiert. Sprich mit ihr, oder? Gut, ist gut. Ruhig, Brauner. Entspann dich, Dave.
Okay. Ich wollte ja nur meine neue Flamme vorstellen. Es muss toll sein, dich sehen zu können, wann immer du willst. Dein Haus ist bestimmt ein wahres Spiegelkabinett. Diese Dialoge machen mich fertig. Voll krass. Das ist so krass. Kann ich jetzt springen? So, wir laden mal kurz den Antrieb auf. Und damit wir springen können. Schwingst dein Ding ja auf jeden Fall. Aber krass, Protector, dass du die Sarah halt rumgekriegt hast. Die ist, wild, ja, aber irgendwie ist die, hat komische Augen oder so. Die ist schlecht gemacht von den Augen und von den Flackern her, vom Spiel her. Ist schon ein netter, aber ich habe jetzt nicht die Erstbeste genommen, ne? Du hast dich in die Erstbeste reingemacht, Protector, na klar. Ich habe nur ein bisschen geschaut und geguckt, ein bisschen andere Chancen gelassen. Du hast dir die Erstbeste geschnappt. Na, okay. Aber dafür bist du mir dann voraus etwas. 100%, alles klar. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Man sagt, das sei früher eine Luxusstation für hohe Offiziere des UC-Militärs gewesen. Es fällt schwer, das zu glauben, wenn ich mich umsehe. Oha, also hast du im Spiel deine Traumfrau quasi gefunden. Okay, dann ist okay, wenn du dann voll drauf stehst. Sollen wir also reparieren? Ich mach das nur so, weil das Spiel, also ich würde ja niemals auf den Gedanken, also das Spiel möchte das und das Spiel bekommt das, weil ich möchte 15% mehr XP haben. Und wenn das Spiel das fordert, dann, hey, ich wehr mich jetzt nicht. Also genau das Gegenteil. Also du findest gezeichnete Grafik gegenteilig geil wie in echt. Bin ich gut, Protector. Bist Macher. Wie man heutzutage sagt. Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich. Gott. Klar, nur zu. Registrieren. 4000 bloß, passt. Okay, jetzt können wir halt da drüben hin. Jetzt können wir dahin. Energie. Ja, wir reisen halt durchs Menü, ne? Hallo. Tag, Tag, Tag. So, die müssen wir ja scannen. Ja, gut, komm, scannen. Überhalten und auf Scan vorbereiten. Okay. Okay. Wir sind fertig. Danke. Danke, danke, danke. Mach ich. Appreciate. Tschüss. Stopp, ich möchte zu meinem Schiff. Nicht in Ozean, du bist auch so ein Ozean. Gems in Günnerwald, nein, stopp. Mein Schiff, ja. Wie kann ich Ihnen dienen? Schauen Sie sich das mal die Werte von dem Schiff an und so. Mal kurz. Hier. Hey, wie kann ich dir... Und hier ist unser neuer Captain. Okay, ich würde mal modifizieren. Klar, nur zu. Danke. Das hier. Das kann ich leider nicht verkaufen. Das ist wieder das Hauptding. Dann tun wir mal hier. Verlassen schon. Was hat denn das überhaupt? Ach, Fracht 200 ist scheiße, Mann. Sprich mit Sam Coe. Warum? Was passiert? Im Schiff? Du findest sicher was dir gefällt. Sprich mit Sarah Morgan.
Oh. Oh oh. Gibt's da jetzt Ehekrieg? Ach ja, und meine Sada macht mir oft so auf Geschenke im Spiel. Ja, hat sie mir auch gemacht, immer wieder. Auch schon vor, also vielleicht kommt ja noch mehr nach der Hochzeit bei dir, aber hat sie auch gemacht, hier immer wieder. Aber als ich darauf angesprochen habe, hat sie sofort abgeblockt. Ja, das ist ja eine harte Nuss und so. Oh, bitte lass das Schiff noch da sein. Ja, das hier. Das ist irgendwie gefüllt mein Traumschiff jetzt. Shieldbreaker. 2280 Frachtkapazität. Rest kann ich dir dann gleich sagen, Dave. 2280. Schau dir das Ding hier an. 5 Crewmitglieder. 610 Schilde, 27, also Reaktor 27, keine Ahnung, was das heißt, aber schau dir das Ding an. Voodoo, jetzt hier, ne? Was soll denn das hier? Alle Fresse. So, ich möchte verkaufen. Ich möchte das verkaufen. Ja, das ist ja bloß 5000 wert, oh, hat sich gar nicht gelohnt. Na, dann behalte ich es noch ein bisschen. Warum ist es denn... Warum sind die Schiffe manchmal so wenig wert? 11.000, 17.000. Das andere Schiff war am Anfang auch so wenig wert. Dann wurde dann eine Menge wert. Ist, wenn man es vielleicht registriert, da muss man es ein bisschen haben? Eine Zeit lang? Kann es sein, dass man es eine Zeit lang nutzen muss oder so? Oder ein bisschen Zeit vergehen muss, damit es mehr wert wird? Weißt du, aber wieso wollen denn die anderen alle mit mir reden auf einmal? Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz. Wenn der Händler hat ja eigentlich gut Geld. Ich hab gedacht, das Schiff, was ich damals geklaut habe, hat auch nur so 4.000 mehr gegeben. Und jetzt habe ich das Ganze für 20.000, 30.000 verkauft. Also so 10.000 waren es jetzt. 10, 20.000. Weiß ich nicht. Also das Schiff war am Anfang irgendwie nach der Registrierung 800 wert und jetzt habe ich es für 12 oder 15.000 verkauft. Das wollte ich damit sagen. Ich habe 2 verkauft. Der steht gut hier in dem Ding drin. Wieso wollen denn die anderen mit mir reden? Oh mein Gott. Wo kann ich eins ILL kaufen? Hast du das sogar? Oh, das ist Dave. Abenteuer abschließen und dann reden. Ich mag das Gefühl. Sam will mit mir reden? Ich arbeite. Erstmal Sarah. Was will sie denn? Nachdem wir jetzt kurz Zeit haben, wie geht es dir? Nach deinem Erlebnis im Tempel hast du alle in der Loge ziemlich erschreckt. Achso, das hat doch die andere schon gefragt. Warum interessiert dich plötzlich, wie ich mich fühle? Genau, sonst warst du doch auch egal. Und jetzt aber fragst du? Ich fühle mich verwirrt, als würde ich nicht verstehen, was mit mir geschieht. Ich fühle mich so mächtig, als würde Energie durch meine Adern strömen. Oh, may the force be with you. Ich fühle mich genau wie vorher, wo ich einen Tempel entdeckt habe. Ja. Boah, soll ich das hier machen? Dave, soll ich das hier machen? Was? Wieso? Warum interessiert es dich plötzlich? Hallo? Hi. Einen auf Frau machen. Oh mein Gott, das Spiel geht kaputt. Das fällt... Oh. Ja. Warum es mich interessiert? Mal überlegen. Ja? Ah, ja. Weil es nicht gerade täglich vorkommt, dass man einen mysteriösen Tempel entdeckt und darin irgendeine eigenartige Alien-Energie absorbiert. Ja, ich mach das jeden Tag. Okay, gut gekontert. Ich fühle mich verwirrt, als würde ich nicht verstehen, was mir geschieht ist. Ich fühle mich so mächtig, würde die Energie mal anschicht. Ich fühle mich genau wie vorhin. Nein, das ist krass, mit mächtig und Adern. So fühle ich mich. Das ist beunruhigend, aber wohl zu erwarten. Nur daran liegt's, gell? Nach allem, was ich gehört habe, hat dein Körper eine fast nicht zu quantifizierende Menge einer uns völlig unbekannten Energie absorbiert. Okay, bleib mal professionell. Wir haben es mit etwas zu tun, was der Wissenschaft völlig unbekannt ist.
Wer weiß, wie sich das Erlebnis auf dich ausgewirkt hat. Du mich da verschoben hier. Bleib doch mal ruhig. Der Jens am Rumlaufen, ey. Nett, dass du dich sorgst, aber ich schwöre dir, ich fühle mich bestens. Ehrlich gesagt habe ich Heidenangst. Bring mich zu deinem Anführer, Mensch. Diese Dialoge, Endgegner. Geil, Mann. Main. Bring mich zu deinem Anführer, Mensch. Ist Energie gefährlich? Boah, ich würde das so gern nehmen, aber vielleicht... Ich glaube, die versteht das wieder nicht, hey. Oh mein Gott. Die ist wieder so humorlos. Okay. Gut. Freut mich, das zu hören. Der Tempel beweist, wir haben es mit Wesen unbekannter Herkunft zu tun. Leider haben wir nicht den Hauch einer Ahnung, hat welche recht, Absichten auch gesagt, sie hegen und wohin sie verschwunden NPC. Sind. Ich glaube nicht, dass das bösartige Wesen mit dieser neuen Fähigkeit geschenkt haben. Ich hätte diese Wesen mehr schaden wollen, wäre ich längst tot. Hätten sie mir. Ja klar. Jetzt machst du mir langsam Sorgen. Du glaubst, er wurde von Aliens gebaut? Das ist 1:1, Jens, oder? Die Frisur. Oh, I wanna touch the sky, I wanna fly so high. Also das eigentlich. Ich glaube nicht, dass bösartige Wesen mir die neue Fähigkeit geschenkt. Also wenn die mich töten wollten, also die ersten beiden sind richtig. Das erste wollte ich sogar nehmen. Ja. Vielleicht. Genau das ist es ja. Ich fürchte, wir befinden uns fast völlig im Blindflug. Total? Wir wissen im Moment nur eines mit Gewissheit. What? Wer auch immer die Artefakte erschaffen hat, hat auch den Tempel errichtet. Ja, alles andere Fall. Ist Spekulation. Da können wir auch Theorien an die Wand schreiben und mit verbundenen Augen Pfeile darauf werfen. Mit verbundenen Augen kommen auch andere. Also, wir können auch andere Sachen verbinden und machen. Ja, klar. Die Constellation hat ja noch nie von diesem Tempel gehört. Ich finde, du nimmst das alles viel zu ernst. Du klingst schrecklich frustriert. Boah, Dialoge, die man nie zu einer Frau, also, sagen sollte. Chill mal. Ne? Ist ganz gefährlich. Das habe ich nämlich vorher gemacht, Jens. Du weißt, es gibt ja die goldene Regel. Wenn die Frau sich aufregt und du sagst, chill mal, dann chillt sie nicht. Und genau das habe ich gemacht, um zu testen, wie gut die Programmierer sind.